Habt ihr schon mal alle Weekendly Games verloren? Habt ihr auch mal gesehen, was man dann draus zieht? Ich habe alle Weekendly Games aufgegeben und wir gucken dann, was wir gezogen haben. Meine eigentliche Idee war es, ein 20:0 zu holen mit nur Super League Icons. Also mit türkischen Spielern, eigentlichen Spielern, was auch immer. Dann habe ich 2 Disconnects bekommen und bin auf die Idee gekommen, einfach alles zu verschenken. Und in diesem Video seht ihr, was wir dann daraus gezogen haben. Ich sage euch ehrlich, es geht fit. Danke für euren krassen Support momentan. Jedes Video kommt gut an. Ich küsse eure Herzen. Ich bin unnormal gut gelaunt dank euch. Ihr habt beim letzten Video einfach 1400 Likes geschafft bei 8000 Aufrufen. Ich liebe euch. Viel Spaß mit dem Video. So, Freunde, wir waren gerade bei der Super League Challenge und wollten eigentlich ein 20:0 mit der türkischen Liga holen. Mussten aber jetzt unsere Spiele alle verkaufen, weil wir 2 Disconnects bekommen haben. Und ich bin einfach auf die Idee gekommen, was würde passieren, wenn ich einfach alle Weekend League Games quitte? Was ziehen wir? Das werden wir auf jeden Fall jetzt sehen. Wenn ich alles quitte, ich hoffe, die Rewards sind krass. So, wir geben Rapid Wien sogar auf Österreich. Komm, Captain, mach das Tor. Wenn mir einer unsympathisch ist, dann schenke ich nicht den Sieg. Komm jetzt. Machen rein, Bruder. Ja, auf was wartest du? Ich küsse dein Herz. Weiter geht's, Jungs. Wir haben noch 15 Spiele vor uns. Das wird auf jeden Fall angenommen. Wir kriegen ja nur Österreicher. Oh mein Gott. Ich bin schneller. Er wollte rausgehen, ich bin rausgegangen. Bruder, ich hätte Sieg gegeben, aber du bist selbst schuld. Du bist selbst schuld. Weiter geht's. Ohne Spaß, Jungs. Ich glaube, die EA-Server, dieser Stand, wo EA ist, das ist so indische Dings. Die Server verbunden mit Toastbrot, Digga. Und LAN-Kabel. Das ist ja geisteskrank, wie schlecht die Server sind. Und bitte skippt. Regel Nummer 1, skippt das Team. Kein Juck das Team. Skippt doch einfach. Guck mal, ich verarsche ihn jetzt. Ach, Spaß, Bruder. Hier. Spaß, Bruder. Hier, 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 hier. Guck mal, Walla, ich schenke dir nicht. Guck, Bruder, hier. Okay, okay, okay. Soll ich ein bisschen mit seinem Herz spielen, Chat? Ich schieße jetzt raus. Ich schicke jetzt Pause. Ich spiele ein bisschen mit seinem Herz. Der Arme. Der Arme. Der Arme wird mich jetzt beleidigen über PSN 100%. Der beleidigt mich jetzt. Der beleidigt mich jetzt 100%. Hier, Bro. Hier, sei dir gegönnt, Bro. Mein Bruder, ja. Ich habe einen Döner vor einer Woche gegessen. Bro, skip! Skip! Seid ihr. Was ist los mit der Community? Skip bitte, Bro! Wenn du EA Sports anrufst, ich schwöre es dir, die Quote, dass da jemand richtig Deutsch sprechen kann, ist bei 0,1%. Ich habe einfach durch ihr Thailändisch gelernt, weil ich nicht verstanden habe, was sie gesagt hat. Ich habe einfach Trauma bekommen. Warte, drück mal weiter. Und damit gehen wir das letzte Spiel auf, Freunde, und mal ehrlich gucken, was wir ziehen. Ich bin sehr gespannt. Wir sehen uns gleich. Morgen, ich stehe auf, aber auf einmal türkische Nationalmannschaft ist mein Team drin. Macht sehr krasses Skill-Tor-Chat. Hadouken! Pam! Sekt. Freunde, wir haben den Weltrekord! Ey, kriegen wir überhaupt Packs? Ja! Oha, Mega-Pack, Prime-Goldspieler-Pack, 2 Picks, Jumbo-Premium-Gold-Pack. Wie viele Coins kriegt man da? 10.000 Münzen. Ist auf jeden Fall geile Rewards. Ich würde sagen, Jungs, 0:20. Rewards. Was ziehen wir? Wir haben letzte Woche, wer meine Videos nicht gesehen hat, 20:0 geholt. Zweimal. Und ihr seht dort die Rewards, was ihr gezogen habt, deswegen bin ich im Vergleich ehrlich spannend. Jalla, yay. Mach keinen Scheiß. Bro, wenn die mir einen 86, 88 geben, top win. Ich meine, dann gib einfach jedes Mal die Spiele auf. Ist das? Ja, Mikao Tate. Was ist das für ein Name, Bro? Halt die Fresse. Oh, Griezmann. Ich schwöre, ich würde nicht mal bei Rang 1 ziehen. Bei Rang 1 würde ich den nicht mal ziehen. Ich schwöre auf alles. Den kommt niemals bei Rang 1. Was kostet der, Chat? Nummer 2. Dodo, Salami, ja, geht fit, Chuku und Salami. Baba, weiter geht's. Hey, ich schwör's dir, die Rewards sind gut. Aber wenn ihr keine Zeit habt, nicht quitten, einfach aufgeben. 4 Packs. Gib mir einen Walkout und das sind die besten Rewards der Welt. Komm, yay. Mach keinen Scheiß. Yay, mach keinen Scheiß. Wir fangen an mit Jumbo Premium Gold Pack. Adilan. Der kostet 30.000? Was laberst du? Ich dachte, der kostet 200.000 oder so. Junge, ich habe mich umsonst gefreut. China-Wappen Abschluss und Packlack bringen, deswegen ziehe ich jetzt auf jeden Fall einen Chinesen. Komm. Danke für den Follow, Gaza. Du bist der Beste. Falls ihr dieses Video seht, folgt mir auch auf Twitch, Jungs. Tschüss, euer Herz. Okay, Freunde, und damit sind wir bei den letzten 2 Packs angekommen. Prime Goldspieler Pack. Gehen wir rein. Und es ist Belgien, Torhüter, Castells. Ja, okay, 284 ist okay. Jetzt Mega Pack, da könnte was kommen. Nicht mal 83er. Ja, Freunde, ihr seht, was passiert, wenn man 20 Spiele aufgibt? Gar nichts. Ein Vertragspack, Galtier, Leverkusen-Wappen. Das war's. Krass spannend gewesen. Wäre auf jeden Fall nice, wenn ich den Titel schreibe. Oh mein Gott, er neu gezogen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. War ein bisschen experimentmäßig für die Leute, die es interessiert. Wir können das gleiche auch machen mit 10, 9, 8, 7 Siegen oder Division Rivals, was auch immer. Schreibt es in die Kommentare. Die YouTube-Videos kommen momentan sehr, sehr gut ab. Checkt die SCBs ab, checkt die Videos ab. Ich bin aus für heute. Haut rein. Adios, amigos.
Adios, amigos. Aber da kommt so cringe.